Ja, genau. Jetzt heißt es erstmal warten auf den lieben Admin. Er kommt, okay, er kommt. Er hat geschrieben, er kommt. Denn heute bekomme ich auf Grand ein spezielles Spezialfahrzeug, womit ich dann so 2 Stündchen meinen Spaß haben darf. Ich nutze meinen YouTube-Vorteil wieder komplett aus, aber ich find's geil. 2 Stunden voller Spaß mit Jetantrieb. Opfer, Digga. Er hat sich gerade qualifiziert, in meinem Video dabei zu sein. Haha, er hat die Pumpgun rausgeholt, doch die Pumpgun hat keine Chance. Tschüss, Auto. Es ist halt ein Wunder, dass der noch lebt. Na, okay, reicht ja auch schon wieder, ne? Erstes Ansteuerungsziel wird sein die Grove Street, maybe. Die Grovler. Mit denen habe ich eh jedes Mal ein Hühnchen zu rupfen. Die sind halt sehr, ne, unverschämt, unsozial. Ich werde noch keinen Düsenantrieb anschmeißen, wenn sie nicht schießen. Ich fahre einmal an das Ende. Hier drehe ich jetzt. Oh oh, oh oh. Oh, sie schießen, alles klar. Dann schnell mal wieder weg hier. Der Gambo-Kreis. Wie sieht's denn aus mit dem Gambo-Kreis, meine Freunde? Existiert der überhaupt? Schießen die auf mich? Oh, Bro! Okay, das ist stark. Das ist schon sehr strong. Uff. Moin, ist alles gut? Oh, Herr Zerwinkler, ich bin der ihn geschrieben hat. Auf Instagram. Ja, weil mir auch nur eine einzige Person schreibt. Ja, ich meine mit Frau Schweiger. Das haben sie in ihre Story gepackt. Weißt du, ob die Frau Schweiger hier ist? Jo, steig ein, wir suchen die. Nee, als ob ich hier aussteige. Ja, ich bin doch, noch nicht Bro, ja dumm. gut, dann komme ich bei dir rein. Cisco, ich bin Fan. Ich hab ein Bild von dir bei mir im Zimmer. Warte, wir nehmen dich mit. Nee, nee. Tschüss. Ah, Junge, direkt hier Massenversammlung. Hallo, abhauen. Jo, einfach Rakete weg. Oh! Ja, der perfekt gemacht, perfekt. Könnte ich vielleicht den Job, den Cop-Dienst machen? Officer-Dienst mit dem Auto hier? Boah, das wäre doch was, oder? Warte jetzt einfach mal kurz. Dann kriege ich hoffentlich das Superhelden-Pad. Oh! Sehr geil. Und so werde ich jetzt die Cop-Arbeit erledigen und Einsätze anfahren. ATM-Raubüberfall. Auf und davon. Oh, fuck. Das Ausparken ist nicht so einfach. Frau Scheiße. Asgard. Sie möchte nicht mit mir reden, oder? Hey. Nee, ich finde, dass das ziemlich pervers aussieht, wenn ich ehrlich bin. Klär dir, Jolene. Ach, jetzt ist er auch noch als Robin unterwegs. Ich gehe kaputt. Frau Asgard. Ach du meine Güte. Könnte ich Sie vielleicht auf ein Date mitnehmen? In meinem Natürlich nicht, Herr super Winkler. Gefährt? Ich bin im Dienst und Herr Street braucht mich dringend. Aber Sie haben ja, keinen Mann. Sie sind nicht verheiratet. Natürlich bin ich verheiratet, Herr Winkler. Mit wem? Tja, ein Fanboy. Was? Wie habe ich das denn gemacht? Naja, egal, nicht so wichtig. Du möchtest auch auf Grand RP spielen? Klicke hierzu ganz einfach den Link in der Videobeschreibung an, wähle dann auf deren Homepage die Sprache Deutsch aus und dann kannst du über den Button hier mitten im Bildschirm dich ganz einfach registrieren oder du scrollst ein kleines bisschen runter und klickst dann hier unten auf Herunterladen. Damit lädst du dann den Grand RP Launcher herunter, dann wählst du einfach einen der mittlerweile schon 3 Server in Deutschland aus, klickst dann nur noch auf Spielen und zack, bumm, Junge, du kannst mitmachen. Ich glaube, Medics regen sich immer als Erster auf. Hallo, Mediziner, warten Sie doch bitte. Herr Mediziner, bitte! Oh, ich glaube, ich habe ihn festgebackt. Ne, nevermind. Herr Mediziner! Oh, verdammt! Entschuldigung. Herr Cisco, ich habe dich abonniert. Hä? Danke für die geilen Videos. Was kann man für Sie tun, junger Mann? Ich bräuchte eine Medizinerin an meiner Seite. Steigen Sie mal kurz ein. Viel Spaß mit ihm. Hey Junge, ich muss machen. Steigen Sie mal kurz ein, bitte. Es ist wirklich sehr dringend und wichtig. Menschenleben hängen davon ab. Die Dame, nicht. Nein, hallo. Hallo. Herr Beifahrer, möchten Sie wirklich hier bleiben? Wenn es Notfall. Sind Sie sich sicher? Ich kenne das. Yes, oh Gott, dieses Raketending ist schwierig zu kontrollieren, vor allem in Kurven. Ich würde halt irgendwo gerne so durchratzen, so richtig schön durch eine 10er, 20er Gruppe durchballern. Sesam, öffne dich. Kannst du das Tor aufmachen? Bitte? Oh, danke. Oh.
Einen schönen guten Tag. Ich bin auf der Suche nach der Frau Schweiger. Frau Schweiger ist leider nicht da. Wer ist denn hier die nette Dame? Bitte kein Taser. Kein Taser. Nein. Tun Sie das nicht. Ich werde Ihren ganzen Fuhrpark beschädigen. Sie haben es nicht anders gewollt, ne? Super. Kaiser, nein. Oh Gott, er will... Okay, er will es so. Ihr Vorgesetzter hat gerade sein Schicksal besiegelt. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich bin sicher hier. Wie? Aua. Oh, oh, das ist doof. Ich gehöre gar nicht dazu. Nein, ich gehöre doch gar nicht zu Ihnen. Oh, Super Polizei. Hören Sie auf. Ach, kommen Sie schon. Lassen Sie das. Hören Sie auf jetzt. Ich bin angeschnallt. Das ist nicht fair. Das geht nicht. Ach so, Sie können aussteigen. Ich will Sie gar nicht mitnehmen. Ich wollte nur die Frau Schweiger suchen, sorry. Tja, schade. Keine Frau Schweiger da. Ja, was mache ich denn, Mann? Ich brauche hier eine Story. Ich brauche eine fesselnde Geschichte. Stefan Frank. Hilfe, Leute mit Affen. Alles klar, das klingt nach einem... Leute mit Affen klingt nach Content Creator. Da ist ein YouTuber. Da gehen wir direkt hin. Hallo, hallo, hallo. Batman, Junge. Ich hab gehört, hier sind Leute mit Affen. Oder Waffen. Und der hat das W vergessen zu schreiben. Mit Affen. Affen sind mit Waffen. Hier auch überall rum, ja? Ja, hier ist nichts. Komisch. Ah! Mediziner! Sie schon wieder! Mediziner! Hast du dir eigentlich den Arsch auf dem Cisco? Ja, ein bisschen. Klar. Ich suche halt irgendwie nach ein paar Leuten, die Bock haben, deine was zu machen. Deine Rosti-Pommes machen? Ja, ich suche halt diese Massen. Ja, deine Rosti-Pommes, ne? Dich kenne ich. Ich glaube, deine Kollegen, die fahren gerade ohne dich weiter. Kann das sein? Oh. Hä, wo ist er hin? Oh nein, das war Uwe Wand. Die haben den in den Admin-Knast gesteckt, weil er gesagt hat, er hat mich sofort erkannt an meiner Stimme. Ey, das tut mir jetzt aber echt leid. Das tut mir jetzt wirklich leid. Oh, Notruf. ATM-Raubüberfall, let's go. Ich habe einen Einsatz. Lasst mich alle in Ruhe. Schon weg? ATM-Raubüberfall, ja? Was? ATM-Raubüberfall. Wart ihr das? Was für ATM-Raubüberfall? Gar keine Ahnung, was du von mir willst. Ihr lügt. Überfall auf ein Waffengeschäft. Alright. Ich brauche Dinge, die ich tun kann. Und das ist eine Sache, die ich tun kann. Was ist denn hier los? Ui. Die Balls sind aber gut organisiert hier, ne? Oder was ist das? Mein Cape hat dieselbe Farbe wie eure Autos. Ich gehöre zu euch. Moin. Jetzt einfach Superman, oder was? Ja, ich bin die Unterstützung. Ich helfe euch übrigens, ja? Wir machen das hier zusammen. Wir kriegen das durch. Wollt ihr meine Hilfe oder nicht? Du gehst einmal hier weg jetzt. Was? Sicher? Ich soll euch nicht helfen. Dann arbeite ich gegen euch. Jetzt machen wir Action. Oh. Ja, ich wollte denen eigentlich helfen, aber die wollten meine Hilfe nicht. Deswegen arbeite ich jetzt gegen die. Hallo, chillen Sie. Das ist so asozial. Das ist so asozial. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Kann man mir mein Pad wieder entfernen, maybe? Fuck, Mann. Geile Karre. Ah, hallo. Guten Tag. Ja, könnte ich machen. Prinzipiell schon. Bleiben Sie auf Ihrer Seite. Gehen Sie zurück. Gehen Sie auf Ihre Seite. Also, hört. Festgenommen. Den nehme ich mit. Hey, bleiben Sie hier. Sie können nicht einfach weglaufen. Halt die alle um. Rocky, alle umschießen. Oh, oh. Oh, oh. Die schießen. Da bin ich nicht für verantwortlich. Das ging jetzt nicht von mir aus, die Aggression. Oh, Digga, was? Was ist denn mit mir los? Boah, einfach Basketball. Ey, ich gehöre hier gar nicht hin, yo. Ich wollte hier gar nicht hin, Mann. Ey, yo, ist gut, Jungs. Ist gut. Ey, ist alles gut. Ist alles okay. Ich will hier gar nicht sein. Ey, Bruder. Boah, Junge. Naja, zum Glück haben wir Adminrechte und wir nutzen sie komplett aus. Wir haben eine Sniper und werden jetzt alles wegscheppern hier. Zack, bumm. Alle bewegen sich schnell. Alle tot. Gott, ich bin so asozial. So maximal asozial. Wei, oh, wei, oh, wei. Der Rest hat sich in das Haus zurückgezogen. Unter Bärchen. Und noch einer weniger. Genau, lieber schnell wegfahren. So ist richtig. Abhauen hier. Bist euch.
Mein Kaufhaus. Wunderbar. Wunderbar. Hallo, hallo, Herr Winkler meldet sich zum Dienst bereit. Guten Tag, Herr Winkler. Was gibt's aktuell zu tun? Nicht viel, aber ich würde gern mit Ihnen Streife fahren, wenn Sie Zeit hätten. Sind Sie denn auch lustig genug dafür? Ja, vertrauen Sie mir. Wenn Sie unlustig sind, dann fliegen Sie sofort raus. Ah, der Gambo-Mann. Ach, du bist doch der Gambo-Typ, den ich schon vor Monaten getroffen habe. Oh, um Gottes Willen. Du fährst immer noch mit demselben Auto durch die Gegend zur selben Tageszeit. Du bist ein ganz schlechter Mensch. Den Typ hier mit dem Ferrari habe ich schon in so vielen Videos gehabt. Der fährt immer zur nächtlichen Abendszeit durch die ganze Stadt und scheppert alle um. Immer. Oh. Aber auch kommentarlos, ne? Der redet nicht. Oh, oh. Da beginnt das Wo ist eigentlich das MG, was du sonst immer hattest? Er hat sonst immer so ein MG gehabt. Oh, oh. Hören Sie auf. Nein. Der benutzt sogar Glitches, damit er nicht umfällt. Guck mal. Er steht dann plötzlich wieder. Oh, da hat's mich ja gleich mitgescheppert. Nein, nein, lassen Sie das. Nein, nein. Digga, du Dreckscheater, Alter. Aha, endlich redest du mal. Dreckscheater, nach Alter. Monatelanger Verfolgung. Endlich höre ich deine Stimme. Aber jetzt mal for real, monatelang habe ich dich getroffen, immer wieder um diese Uhrzeit irgendwie. Und du fährst ja, immer rum und schepperst. Diesen Kerl, den suche ich seit Monaten. Den hier, der müsste... Nein, gut gemacht, gut gemacht. Zelensky, einsteigen oder es knallt. Zelensky, einsteigen. Einsteigen. Ich hoffe, sie sind lustig. Sonst, ja, ja. Ach nee, ich kaufe mir jetzt Prime. Dieser Officer meint, sie stinken. Jo, verpiss dich sofort hier raus, Abfahrt. Nee, nee. Komm raus. Nein. Oh, oh. Oh. Alles Klärchen. Oh, das ist doof. In der Tat, sehr doof. Oh. Ich muss hier auch irgendwie wieder raus jetzt. Scheiße. Geht's Ihnen noch gut, ja? Mir geht's gut, klar. Dieses Auto ist einfach fest, hä? Geht's Ihnen immer noch gut? Nein, es geht. Es geht? Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Tja, Nikolai. Das lief wohl nicht so gut, hä? Oh, ehrenhaft. Verdammt nochmal, Dankeschön. Zelensky. Da ist er ja. Okay, wir fahren jetzt kein Ghetto mehr an, ja? Das läuft heute nicht gut. Das sind zu viele. Und dieses Auto ist nicht wendig genug. Hier hat auf jeden Fall jemand Hallo geschrieben, ja? Ich möchte mal sehen, wie sie das lösen. Der hat einfach nur Hallo geschrieben in den Dispatch, ja? Wer hat hier Hallo? Wer hat hier Hallo dispatched? Wer war das? Wer hier Hallo geschrieben hat, wollen wir wissen. Hallo. Da oben. Oh. Ui. Oh, oh Gott. Ich hab den besten Streifenpartner. Ja, du, der Mann heißt Francisco Winkler. Das ist der beste Streifenpartner. Zelensky, du bist wirklich sehr eine Schlafkartoffel. Ich muss dich leider hier aussetzen. Tut mir nein, leid. Nein, bitte nicht. Oh nein. Oh. Cousin. Alles um die Uhrzeit so Schlafpotatoes, ey. Da ist keine Energie, da muss Energy rein. Okay, Bruder, ich schau kurz. Ey, Cousin, lass mich ein. Ich mag Schwänze. Okay, steig ein. Jetzt ist gut, Digga, jetzt ist gut, Ehre. Schnell weg. Hast du Waffen? Ich mag Schwänze. Nein, 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 probier das gar nicht erst. Das kannst du nicht. Ja, ich hab eine Waffe. Wir gehen jetzt nämlich zur Army und hoffen, dass die da irgendwie Pommes machen, ne? Okay, so jetzt gehen wir scheppern. Ist wahrscheinlich eh keiner da. Nichts. Keiner da. Wie wär's mit Strandmarkt? Das sind auch manchmal Leute. Aber die Scheiße ist halt, da ist Zaun. Man müsste irgendwie probieren, drüber zu fliegen. Na, wir kommen da schon rein. Ey, hier ist die ganze Bürgerschaft. Oha, was machen die denn alle hier? Was ist das hier für eine Versammlung? Oha, so viele Leute. Alle golfen und so. Wusste ich ja gar nicht, wie viele hier sind. Moin. Super. Ja, was macht man hier dann so? Sachen verkaufen und kaufen. Das war's. So handeln und so. Ja. Ist ja langweilig. Wieder raus. Oh. Danke. Ja, tatsächlich bist du kein guter Beifahrer. Ich muss dich leider loswerden. Sorry. Oh, schade. Die alle auf Krampf mitfahren wollen. Ah, ist wieder eine sehr schwierige Folge heute. Ganz, ganz schwierig mit dem Content. Uff. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Und dann sitzt man dann hier die ganze Tag und so bis zum Umfall. Oh ne, nicht die schon wieder. Ihr schon wieder, was macht ihr denn hier? Die Ballers, die machen aber heute echt nur Rambazamba hier. Wir entsorgen mal die Autos von denen. Moin! Oha, wie viele auf dem Dach sind. Dann schieß mal. Guck mal, wie viele! Ich könnte sie alle zählen.
Gott, es ist asozial. Aber es macht Spaß. Und für diese ganzen Gambo-Aktionen, die diese Leute die ganze Zeit, den ganzen Tag lang machen, ist das eigentlich ein ziemlich geiles Payback. Einfach nur asozial. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Spieler täglich von denen gefickt werden. Nicht schön. Tschüss. Alles gut eigentlich, oder? Halt deine Fresse, du kleiner Bauernkopf. Hä, was hast du gegen meinen Kopf? Halt deine Fresse, du nicht auf und sag ehrlich. Oha. Ich würde euch halt gern beitreten. Tschüss. Deine Hundebrust, du. Sucht ihr irgendwie noch Leute? Kann ich beitreten vielleicht, oder? Maul, du Hund. Ey, komm, kommt der Families, kommt der Families. Ehrenloser Hund, du. Hä, wieso? Ich will doch nur ein paar Leute finden, mit denen ich irgendwie Gambo machen kann. Ihr seid doch die Gambo-Truppe Nummer 1, oder? Ey, jetzt ist gut. Ey! Jetzt mal ernsthaft, sucht ihr noch Leute? Kann man bei euch beitreten zum Gambo machen, oder? Ich bin keine Schwänze wie dich, Digga. Ich bin eigentlich ein ganz netter. Ich bin gar nicht so fies, wie ihr denkt. Hey, ich bin gar nicht so gemein. Oh, Leute, hört mal auf, die Shotgun auszupacken. Hallo. Jetzt ernsthaft, ey, Mann! Ich muss den erst totfahren, tut mir leid. So, jetzt können wir reden. Also, wie kann man euch beitreten? Aber auf mit der Scheiße, ehrlich. Was? Nein. Wie lange kann ich die eigentlich abfacken, bis irgendwas richtig schief läuft? Bis die Admins sogar sagen, nö, Digga, geht nicht mehr. Wie weit kann ich das eigentlich ausreizen, frage ich mich gerade. Ihr wisst doch, wie ich bin, wer ich bin. Ich reiz das aus, gnadenlos, bis zum Ende. Du kleiner Bot. Ich mach's jetzt wirklich. Ich hab's schon so weit provoziert. Ich provoziere es einfach weiter aus, bis irgendjemand sagt, stopp, du kannst das nicht mehr tun. Das geht nicht mehr. Es ist halt hardcore ehrenlos, aber ja. Oh, sorry, die Dame. Oh. Doch. Endlich, Alter. Kleiner Ehrenloser, Alter. Ah, moin, moin. Du bearbeitest ja auch Tickets und so, ne? Ja, ich bin auch mit dir in einer Gruppe drin. Wie schaut's denn aktuell so aus mit den Reports? Viele. Viele? Wie viele ungefähr? Jedes zweite Ticket von dir. Wie sieht das denn so aus generell, die Beschwerden, die da reinkommen? Was steht denn da so drin? Viel von den Ballers gerade, ne? Dass wir ein bisschen wert sind. Weil ich würde hier gerade gern so ein Social Experiment machen, dass ich das so lange provoziere, bis irgendwas richtig eskaliert. Ich sag dir so, wie es ist. Die haben gesagt, die haben für heute keinen Bock mehr, wenn du weitermachst. Wollen alle offline gehen? Ja. Oder ja, okay, dann. Verteilt ja, okay, dann hören wir auf. Dann höre ich auf. Das ist schon fies. Kannst du mit den Phantom spawnen, geht das? Ja, mit diesem Rambok. Mit dem Rambok, Phantom Wedge heißt der oder Phantom 3 oder so. Perfekto. Ach, warum soll ich denn hier... Ah, warum denn fahren, wenn es eine Rampe gibt? So, und da wir mit unserem Batman-Mobil die Hälfte der Assi-Folge schon gefüllt haben, füllen wir die andere Hälfte jetzt einfach nur mit ehrenlosen Wegschiebeaktionen. Fangen wir direkt hier an. Oh nein, Digga, böse. Ganz böse. Der ist auch schneller. Der ist viel, viel schneller als ein normaler LKW hier auf dem Server. Also es ist geil, dass der schnell ist, weil dann hat er viel mehr Power. Mehr Newtonmeter, mehr Drehmoment, mehr PS, mehr Stärke. Ich erinnere mich, als ich vorher am Strand war, habe ich so einen ganzen Parkplatz vollgeparkt mit... Was war das denn, hä? Was war denn hier los? Hier sind Autos durch die Luft geflogen. Ja, Cheater hier. Ah. Nimm mich bitte mit. Bitte, Cisco, bitte. Ja, dann steig ein. Ich war gerade dabei zu erklären. Bin ich im Video? Wer hat das gesagt? Cisco, ich liebe dich. All deine Videos habe ich durchgesuchtet. Alles. Ja, schön, schön. Also ich war gerade dabei zu erklären, dass am Strand ist so ein Parkplatz. Da parken irgendwie 30 Autos auf einem Haufen. Oh. Ja, genau. Ich glaube, hier sind Cheater, ja. Aber wir sind stärker. Oha, hier waren viel mehr Autos. Die sind ja alle weg. Schade. Ich bin eine halbe Stunde zu spät. Ja, dann habe ich hier nichts verloren. Es werden so gottlos viele Autos kaputt gemacht heute. Ach du Scheiße. Ich fahre auf der Geisterspur. Genau. Ich fahre einfach auf der Autobahn. Muss sein. Macht Spaß. Ey, kannst du mir einen Schlüssel geben? Nee. Wir fahren jetzt auf der entgegengesetzten Autobahnspur. Und dann brettern die mit 400 km/h hier drauf. Boah, die fliegen sowas von weg. Da ist unser erster Kunde. Einfach Abkürzung genommen. Pff, der ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich seh ihn nicht mal mehr. Der ist einfach weg. Einfach despawned. Der nächste. Bruder, wo fliegen die eigentlich hin? Ich sehe die nicht mehr. Die sind einfach weg. Die fliegen so schnell, so hoch, dass die despawnen. Ah, nicht angeschnallt. Selbst schuld.
Oh. Der wollte dann wohl doch nicht mehr nach Los Santos, sondern lieber ins SG. Oh, ein Elektriziteur. Ja, Elektriker. Der Herr, hallo, darf ich mitfahren? Sie dürfen gar nichts. Oh, Digga, du. Bitte, der Herr, lassen Sie mich in Ruhe. Sie wollten doch was von mir. Aber kommen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Nö. Lassen Sie mich in Ruhe. Nee. Wollen Sie zu U-Boot kommen? Wo, U-Boot? Event? Ach stimmt, 4 Minuten. Geilo, ja natürlich gehe ich zu U-Boot, hä? Bitte? Danke für die Info, tschüss. Bitte nicht, bitte nicht. Richtig. Auf zum U-Boot. Das wird ein krönendes Finale dieser Folge. Funkcheck, Winkler an Zentrale. Check, Herr Winkler, wir brauchen Sie einmal hier an der Staatsbank, ja? Wir haben hier eine Geiselnahme, wir brauchen hier dringend Unterstützung. Ja, nee, ich glaube nicht. Wie sieht denn das heute mit dem U-Boot aus? Warum ist denn hier nichts? Doch, um 0 Uhr. Ja, ich warte gerade hier und hier steht halt niemand. Die warten mit Officer zusammen draußen vor der Tür. Sie holen das Ding, okay? Jungs, was ist denn hier heute los, hä? Ich dachte, hier wird verteidigt. Was ist denn hier los? Hallo, Leute. Leutels. Hallo. Oh. Entschuldigung, was machen Sie denn alle hier? Chillen Sie. Wie chillen Sie? Chillen Sie? Sie haben gefälligst zu chillen hier. Ich muss ein bisschen aufräumen. Ich bin nur zum Aufräumen hier. Ich will gar nicht schießen. Ich bin nicht zum Scheppern hier. Lassen Sie mich ruhig in Ruhe. Hallo, ich bin nicht zum Scheppern hier. Nicht zum Scheppern. Boah, ich weiß nicht, Jungs. Könnt ihr mir den Truck nochmal lieber geben? Ich bin mir damit ganz unsicher. Fahr mal mit hier. Komm, wir fahren zu zweit. In Wahrheit befriedigt es euch auch. Gebt es zu. Es ist schon, es macht schon Spaß. Ich enthalte mich lieber. Ja, besser ist es. Runde Nummer 2. Moin, Kollegas. Zweite Runde. Oh. Zum Glück haben wir Allrad, ne? Oh, ich glaube, ich brauche hier God Mode. Oh. Jungs, ich möchte euch nichts tun, nur den Autos. Ich tue euch gar nichts. Hören Sie auf, lassen Sie das. Heilung, ganz schnell. Mir geht's nicht gut. Heilung. Jetzt kurze Frage, Kollege. Oh, kannst du mich zum Airport bringen? Ich hab sogar einen erwischt. Oh nein. Oh Gott, ich hätte liebend gerne eine Aufnahme, wie es da unten aussieht, wenn ich die so mithole mit den Flügeln. Oh Gott, das sieht bestimmt richtig geil aus. Schade. Oh. Strömungsabriss! Das ist eigentlich eine Art Sport. Das könnte eine neue Sportart werden. Flugzeug, Flügelweitwurf. FDM, ADM, Air Deathmatch, Airplane Deathmatch, JDM, Jet Deathmatch. Oh! Strömungsabriss. Das könnte auch so eine neue Sportart werden. Achso, ja, wir gehen jetzt drauf übrigens, ne? Gefällt mir. Ladies und Gentlemen, wir befinden uns auf dem Anflug des Hafens. Bitte legen Sie Ihren Anschnallgurt fest und halten Sie sich... Ja. Ups, ich glaube, da habe ich das U-Boot aber erwischt. Das ist jetzt aber doof. Das wolltet ihr ja eigentlich klauen, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich das U-Boot erwische? Dann müssen noch zwei holen. Mein Flugzeug macht einfach bessere Stunts ohne mich als ich mit ihm. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Sehr hübsch. Oh. Lass mich in Frieden. Oh, das ist jetzt doof. Ich hänge hier ein bisschen doof. Bleib stehen. Ich will rein. Bleib stehen, ich will rein. Nein. Wo rein? Denn hier. Oh. Scheiße, ey. Okay, reicht für heute. Ein Heli. Genug asoziales Zeug gemacht.